Wieder einmal heiße ich alle K-System- und Open-K-Freunde und natürlich auch die, die es erst noch werden möchten, sehr herzlich willkommen bei Kuvenau. Schön, dass ihr dieses Video mal wieder angeklickt habt. In der heutigen Folge geht es mal wieder um das Thema Steuerung des Open-K-Systems mit dem Drain-Controller plus Street. Der ein oder andere wird es mit Sicherheit schon erahnen. Heute geht es darum, wie wir mit dem Drain-Controller die Blinker fahrtrichtungsabhängig ein- und ausschalten können. Ich meine, gut, ausschalten ist jetzt weniger das Problem. Das Problem ist eher, wie kriege ich die fahrtrichtungsabhängig eingeschaltet. Darüber werden wir uns heute in dem Video beschäftigen. Vorher möchte ich aber all denen noch einen Hinweis geben, die vielleicht zum ersten Mal die Videos angeklickt haben. Wenn ihr euch noch nie mit dem Thema Funktionen schalten beim Drain-Controller mit Plus Street beschäftigt habt, dann empfehle ich dir zuerst das Video hier oben in der Ecke. Dann solltest du dir erst dieses Video angucken. Denn das heutige Thema baut zu 100% auf dieses Video auf. Aber jetzt würde ich sagen, legen wir auch gleich wieder los. Zu Beginn erstmal wieder die Problematik, beziehungsweise besser gesagt die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Ich habe mal so eine typische Situation, habe ich mir hier aufgebaut. Wir haben jetzt zwei Fahrzeuge, die stehen hier in unserem Block vor der Kreuzung und das erste Fahrzeug möchte nach da abbiegen und das zweite Fahrzeug möchte aber nach da abbiegen. Ist jetzt keine außergewöhnliche Situation, ist eigentlich mehr, sage ich mal, so gang und gäbe. Auf dem Computer sieht das Ganze ja dann ähnlich aus. Beide Fahrzeuge befinden sich jetzt hier in dem Block vor der Kreuzung. Und jetzt stehen wir halt vor dem Problem, damit wir hier die Blinker für die richtige Seite aktivieren wollen müssen. Daher gehen wir jetzt erstmal wieder in unser Stellwerksfenster. Wie gesagt, wie wir allgemein Funktionen aktivieren können bei allen Fahrzeugen in einem Block, habe ich im vorhergehenden Video schon mal gezeigt. Und damit wir das jetzt einfach mal durchspielen können, legen wir uns erstmal eine neue Zugfahrt bzw. eine neue Autozugfahrt an. Dazu gehen wir in den Editiermodus, sagen Zugfahrten, neue Zugfahrt. Zack. So, die haben wir hier unten. Die ist natürlich aktuell noch komplett leer. Als erstes müssen wir da mal ein paar Blöcke aktivieren. Und das machen wir doch auch gleich mal. Wir gehen hier auf die Auswahl. Und wir sagen doch einfach mal, ja, das ist mal unser Startblock. Und jetzt haben wir hier den Block, machen wir mal den Block. Das schieben wir mal zur Seite und dann sagen wir noch, ah ja, das Auto fährt bis hierher. Das ist mein Zielblock, mein erster Zielblock. Und parallel sagen wir auch noch, wir können ja auch hier rausfahren und dann fahren wir mal bis hierher. Und das ist mein zweiter Zielblock. Das wäre jetzt eigentlich so die typische Vorgehensweise, wie man das machen würde. Ja, ich würde dem Computer die volle Entscheidungsgewalt überlassen, in welche Richtung er jetzt mein Fahrzeug steuert. Würde ich dem Computer überlassen. So wäre jetzt die normale Vorgehensweise. Und wenn wir jetzt hier wollen, dass in dem Block die Blinker angehen, dann müssen wir ja hier in unseren Block hier rein und müssen hier in die bei den Aktionen rein und müssen sagen bei Freigabe und müssen hier irgendeine Funktion auslösen. Dann gehen wir hier mal in Liste. So, und jetzt stehen wir schon vor dem ersten Problem. Ich meine, eine Operation hier eintragen, sage ich mal, zum Beispiel Makros wieder. Ich habe jetzt hier kein Problem zu sagen, zum Beispiel Blinker rechts. So. Das wäre jetzt erstmal das Einfachste. Problem ist aber, für alle Fahrzeuge, die jetzt in dem Block die Freigabe ausgelöst werden, bei dem werden die Blinker rechts aktiviert. Obwohl sie wahrscheinlich vielleicht auch jetzt links abbiegen könnten. Wir wissen es ja nicht. Ich könnte es natürlich jetzt hier eingrenzen, indem ich mir hier bei Straße alle
alle Straßenweichen sozusagen heraushole und könnte mir sagen, okay, der Blinker rechts darf nur aktiviert werden, wenn die Weiche gerade steht. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel die erste Möglichkeit. Dann hätte ich zumindest mal ausgeschlossen, damit mein Blinker rechts aktiviert wird, wenn die Weiche hier auf Abzweig steht. Aber ich habe jetzt immer noch das Problem, wo trage ich jetzt ein, dass der Blinker links geschalten werden soll? Weil ich kann hier maximal eine Operation bei Freigabe hinterlegen. Ja? Es gibt da keine zweite Möglichkeit, da noch eine zweite Option zu hinterlegen. Geht einfach nicht. Ja, ich kann da auch nicht eine zweite Bedingung miteinander verknüppeln, das geht auch nicht. Also haben wir hier schon mal das erste Problem, dass es so schon mal nicht geht. Das nächste, warum diese Möglichkeit schon mal nicht geht, ist auch noch die Tatsache, dass wir folgende Situation haben können. Ich habe das jetzt einfach mal so hier in der Simulation dargestellt, beziehungsweise einfach mal so ein bisschen hingestellt. Wir gehen einfach mal davon aus, wir haben vielleicht hier Fahrzeuge, die aktuell hier über die Kreuzung fahren. Man sieht das jetzt hier an der gelb ausgeleuchteten Weichenstraße. Hier sieht man es nochmal ein bisschen besser. Jetzt kann es zum Beispiel sein, dass in dem Moment, wo jetzt meine Fahrzeuge hier die Freigabe ausgelöst bekommen, meine Weiche hier auf Abzweig steht. Kann durchaus noch möglich sein, weil meine Fahrzeuge können ja hier noch nicht rausfahren, weil die Kreuzung ja noch gesperrt ist durch die Fahrzeuge, die hier geradeaus fahren. Heißt also, meine Fahrzeuge müssen erstmal hier halten und meine Weiche wird mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt noch nicht umgeschaltet, weil das macht der Train-Controller immer erst dann, wenn er eine Weichenstraße aktiviert. Und wenn ich jetzt hier mal hergehen will und möchte diese Weichenstraße aktivieren, dann hört ihr es vielleicht. Es funktioniert nicht, weil eben das nicht geht. Er kann ja hier keine Weiche in doppelte Richtungen stellen. Also würde in dem Moment, obwohl mein Fahrzeug danach vielleicht rechts abbiegen will, dennoch meine Funktion nicht geschaltet, weil eben die Weiche noch nicht in der richtigen Position steht. Folglich fällt also, jetzt muss ich erstmal wieder deaktivieren hier. So, folglich fällt also, na komm her, diese Thematik mal komplett weg. So funktioniert es schon mal nicht. Das zeige ich euch jetzt gerade in der Realität, weil es einfach gar nicht funktioniert. Heißt also, so kommen wir nicht weiter. Ja, also mit der Thematik hier, mit sowas, wäre zwar schön, wäre auch genial, dann hätten wir die volle Flexibilität in der Computersteuerung, geht aber nicht. Heißt also, wir können das Ding da unten auch gleich mal wieder rausschmeißen. Bob. So, tja, was machen wir aber nun? Die Lösung sieht eigentlich ganz einfach aus. Ich gehe nochmal auf die Zugfahrten und lege nochmal eine neue Zugfahrt an, damit ich euch das richtig schön zeigen kann. Auch jetzt wählen wir erstmal wieder ein paar Blöcke aus und jetzt gehen wir den gleichen Weg. So, und machen einfach mal so und sagen, das ist mein Ziel und das ist mein Start. Das ist jetzt einfach mal meine erste Zugfahrt oder Autozugfahrt. Und diese ist jetzt eindeutig. Das heißt, jedes Fahrzeug, das auf dieser Autozugfahrt ist, hat keine andere Möglichkeit, wie hier links abzubiegen. Das ist eigentlich einfach der Trick. Und wenn ich jetzt haben möchte, dass ich ein Fahrzeug habe, das in die andere Richtung abbiegt, gehe ich einfach wieder her und sage neue Zugfahrt. Leg mir hier auch, sagen wir mal von hier, zack, 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 zack. So. So.
Und jetzt habe ich zwei Autozugfahrten, die eindeutig sind. Und jetzt ist es eigentlich kein großes Problem mehr. Ich gehe hier in meinen Blog rein, sage bei Freigabe, Liste, Blinker rechts. Und hier gehe ich einfach nur noch rein, sage bei Freigabe, Blinker links. Da brauche ich jetzt keine Bedingungen und gar nichts, weil es geht ja gar nicht anders. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Jedes Fahrzeug muss zwangsläufig diese Route nehmen. Und dass das so ist, das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Ich habe jetzt mal meine Autos in die Startblöcke gestellt, in die wir eben in den Autozugfahrten konfiguriert haben. Das war nämlich einmal der Block hier und einmal der Block hier. Und jetzt werden wir mal beides starten und werden einfach mal schauen, wie schön das jetzt mit dem Blinker funktioniert. Und voilà, hier geht er rechts an. Klar, er muss hier jetzt halten, bis der andere abgebogen ist. Und jetzt gehen sie hier an. So soll das sein. Oder so funktioniert es so einfach. Das Einzige, ich brauche halt eindeutige Zugfahrten bzw. Autozugfahrten, die nur in eine Richtung gehen. Wie ihr ja jetzt seht, meine Autozugfahrten sind zu Ende, aber die Blinker, die sind immer noch an. Und das ist ja auch blöd, das geht ja nicht. Die müssen ja, sage ich mal, wenn sie abgebogen sind, ja, dann sollen sie ja irgendwann ihren Blinker wieder ausschalten. So wie das ja im richtigen Straßenverkehr auch ist. Heißt also, wir müssen hier noch irgendwas machen. Und da würde ich jetzt sagen, guck mal einfach mal, wo das möglich wäre. Beziehungsweise ich schalte die jetzt erstmal manuell aus, damit wir sie wieder aus haben. Und jetzt gucken wir mal, wo das eigentlich theoretisch möglich wäre. Ich gehe mal in mein Stellwerk und schnappe mir hier einfach mal so eine Autozugfahrt. Wie gesagt, aktivieren tun wir die ganzen hier, damit sie spätestens, wenn sie in den Block einfahren, an sind. Heißt also, wenn wir uns das hier auf der Straße nochmal angucken, wir aktivieren hier, damit sie hier an sind. Weil das, sage ich mal, das sind so ungefähr 20 cm und 20 cm, wenn man das in die Realität umrechnet, Pi mal Daumen, passt das. Es sieht auf jeden Fall gut aus, verhältnismäßig gut aus. So, jetzt könnte man sich natürlich überlegen, okay, ich tue die hier aktivieren, wenn der Block Freigabe macht. Wenn der Block hier Freigabe macht, das wäre ja dann... So, das wäre ja dann hier an der Haltemarkierung, aber da ist es ja definitiv zu früh, weil der Blinker soll ja erst ausgehen, wenn unser Fahrzeug über die Kreuzung drüber ist. Beziehungsweise, wisst ihr was, wir machen es einfach mal und dann seht ihr, dass es an der Stelle zum Beispiel schon mal nicht geht. Ich gehe einfach mal schnell her und sage hier bei Freigabe meine Makros wieder, Blinker aus. Und auch hier bei Freigabe so. Dann würde ich sagen, starten wir das Ganze doch gleich nochmal und gucken mal, und dass wir sehen, dass es so nicht funktioniert. Das heißt, der kommt hierher und das heißt, der kommt hierher. So. Und das Ganze auf Go. Die Autos fahren wieder. Und jetzt schauen wir mal. Wir sehen, Blinker sind an. Und schon sind sie auch wieder aus. Ich habe extra mal das Bild angehalten, damit man das gut sehen kann. Also, so wie ihr seht, ist es viel zu früh. Ja, das Fahrzeug ist ja noch nicht einmal über die Kreuzung drüber und da sind die Blinker schon wieder aus. Also so geht es definitiv nicht. Deshalb gehen wir halt wieder her, gehen wieder in unsere Autozugfahrten, gehen in die Blöcke rein und schmeißen hier die Liste wieder raus.
Da muss es irgendwo keine geben. Okay, keine. So. Und der eine oder andere wird sich jetzt schon halb denken können. Wo werden wir jetzt wohl unsere Funktion zum Ausschalten des Blinkers reinsetzen? Richtig. In diesem Block zum Beispiel. Immer der Block nach der Abzweigung. Und auch hier haben wir halt nur die Möglichkeit der Freigabe. Heißt also, auch hier gehen wir wieder her und sagen Blinker aus. Und dann gehen wir auch hier wieder rein, nehmen uns den, schnappen uns den Block, gehen hierher bei Freigabe, Liste, Blinker aus. So. Und somit haben wir es jetzt auch drin. Heißt also, wir aktivieren hier den Blinker und nachdem das Fahrzeug abgebogen ist und quasi in dem Block schon ein Stück gefahren ist, schalten wir den Blinker wieder aus. Das hat jetzt auch gleichzeitig wieder zur Folge, dass wir beim Straßenbau, wenn wir unsere Fahrzeuge mit dem Traincontroller steuern möchten, darauf achten müssen, damit auch der Block hinter der Kreuzung relativ kurz ist. Bei mir war das jetzt hier relativ einfach. Ich sag mal, das sind hier relativ kurze Blöcke, ja, weil einfach das Straßennetz das einfach nur hergegeben hat. Wenn ich aber halt wieder einen langen Block nach einer Kreuzung habe, dann müsste ich halt den wieder aufteilen in einen kurzen nach der Kreuzung und dann kommt mein langer Block. Ich denke, ich werde auch noch mal ein Video darüber machen, über alle Sachen, die ihr beim Bau schon, bei dem Bau von eurer Straße beachten müsst, wenn ihr eure Autos mit dem Traincontroller steuern wollt. Auch darüber werde ich noch mal ein Video machen. Ich muss nur noch erst gucken, wie ich das genau aufbereite. Wahrscheinlich wird das viel mit Theorie sein, weil ich kann halt hier nicht alles darstellen. Aber da lasse ich mir noch was einfallen. Fürs Erste müsst ihr euch halt einfach mit den Tipps und Tricks, die ich euch jetzt in den Videos so erzähle, müsst ihr halt einfach mal damit leben. Jetzt haben wir ja unsere Blinker deaktivieren in die richtige Blöcke drin und jetzt werden wir das Ganze nochmal ablaufen lassen, um zu sehen, dass es so wirklich perfekt ist. Ich sag mal wieder meine Testzugfahrten starten. Voila! Wie ich euch schon öfters gesagt habe, perfekt ist natürlich das alles nicht, weil wenn es perfekt wäre, dann würden wir es mit unseren Funktions-Aktionsmarkierungen machen und dann könnten wir sie an jeder Stelle, an jeder x-beliebigen Stelle in einem Block könnten wir den Kram ein- und ausschalten. Aber das gibt halt der Traincontroller momentan einfach nicht her und deshalb ist diese Vorgehensweise einfach das Beste, was momentan geht. Und für das, wie es momentan geht, finde ich, ist es so halt einfach perfekt. Und mit diesen Bildern sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, ich konnte dir die Thematik fahrtrichtungsabhängiges Aktivieren der Blinker, so wie es momentan möglich ist, relativ gut rüberbringen. Solltest du irgendetwas nicht verstanden haben, schreib mir es einfach wieder gerne in die Kommentare, weil nur so bekomme ich ein Feedback, was ich vielleicht noch verändern muss. Weiterhin hoffe ich natürlich, dass dir dieses Video wieder gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, gebt mir gerne wieder einen Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Björn. We'll be right back.